ganz herzlich willkommen heißen hier in der Bibliothek vom Club de Bâle. Ich bin Daniela Spielmann, Mitinitiantin vom Club de Bâle, aber hier jetzt im Moment bin ich die Nichte von Freddy Spielmann, großer Couturier von Basel. So, und jetzt sind wir hier einen Stock tiefer unten im Freddy-Zimmer, wie ich euch vorher versprochen habe. Ihr seht, ihr habt hier ein paar Porträts von Freddy, wo verschiedene Künstler von Basel von ihm gemalt haben. Zum Beispiel Dore Thügi war eine ganz enge Freundin von Freddy. Sie selber Kunstmalerin und die haben sich gegenseitig wirklich, wie man so schön sagt, befruchtet. Ich habe mir überlegt, für das Projekt Changemaker, was wäre etwas, das wirklich ersteigert wird für die SOS-Kinderdörfer? Weil ich habe ja selber vier Kinder und bin da auch sehr engagiert, finde ich ganz ein tolles Projekt. Ich bin in die Mappe schauen von Freddy. Ihr seht, das ist fast schon die Mappe, ein Kunstwerk. Und da hat er seine Croquis drin gehabt. Croquis sind eigentlich Zeichnungen und fast Bilder, die vor der Modenschau gemacht worden sind. Und dann ist das Modell ist nach diesen Zeichnungen von Freddy angefertigt worden. Ich habe hier etwas ganz Spezielles für euch rausgesucht, und zwar mit dem Originalstoff. Das ist ein Croquis. Ich habe hier können wir schnell einen Blick reinwerfen. Hier hat es so ganz viele verschiedene Croquis, wie man so schön sagt, also Entwürfe von Freddy. Aber einer der schönsten für mich mit meinem Herzblut ist das. Das ist der Originalstoff. Wenn man es umdreht, sieht man hier hinten die Seite. Und er hat ja hier als Detail versessenen Mensch den Schmuck schon dazu gemalt, die Blumen schon dazu, die Frisur und so weiter. Und ich habe gefunden, wenn das jemand ersteigert, hat er wirklich etwas ganz, ganz Wunderbares von Freddy. Und das war es mir der Wert für das Projekt und das war es mir der Wert für SOS Kinderdorf. Ich gratuliere euch zu diesem Projekt.